Heute möchte ich euch erklären, wie ihr ganz einfach Tee- oder Kaffeeflecken wieder aus einem Teppich herausbekommt. Jeden ist es wahrscheinlich schon passiert, dass er Kaffee oder Tee auf einem Teppich verschüttet hat. Diesen Fleck wieder zu entfernen ist kein großes Problem. Man befeuchtet den Fleck mit etwas Wasser. Nun einfach dann noch Rasierschaum darauf verteilen und die in diesem enthaltene Kaliumseife selbstständig arbeiten lassen. Danach einfach noch ein bis zwei Küchentücher darüber legen. Und das Ganze mit einem Buch oder einem anderen schweren Gegenstand beschweren. Damit das Tuch den Schaum besser aufsaugen kann. Das Ganze sollte man dann circa 3 Stunden einwirken lassen. Danach den restlichen Rasierschaum mit einem feuchten Lappen abtupfen und der Fleck ist wieder verschwunden. Hier das Ergebnis. Der Fleck ist komplett wieder weg. Die Stelle sieht zwar noch etwas feucht aus, aber das Ziel ist erreicht, der Fleck ist weg. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen.